Veronika, wie funktioniert das denn beim Lichtweg? Ja, also der Lichtweg ist einer unserer Höhepunkte im Advent in Milstadt. Wir haben heuer mehrere Lichtblicke im Advent, unter anderem auch einen Feenbaum, der im Stiftsinnenhof spricht. Aber es gibt noch viele andere Lichtblicke auch, die wir hier haben. Es gibt die Schifffahrt zum Beispiel, die heuer auch wieder ihre Runden zieht am Mühlstädter See. Das ist immer Samstag und Sonntag. Wir haben Teilnehmerbetriebe, bei denen man einkehren kann. Ja, und das sind diese Highlights, die wir in Mühlstadt unseren Gästen präsentieren können. Ja, liebe Veronika, und wie funktioniert das dann jetzt, wenn ein Gast nach Mühlstadt kommt und den Lichtweg entlang spazieren gehen möchte? Wir haben wunderschöne Folder gedruckt und hergerichtet und in diesen Foldern ist der Lichtweg auch ganz gut beschrieben und es ist alles mit einem QR-Code hinterlegt. Das ist die Lokandi-App, die kann man sich gratis aus dem Internet herunterladen und wenn man das schon zu Hause erledigt, dann hat man sich einfach ein bisschen Zeit gespart und es geht einfach leichter. Und das ist eigentlich der Eintritt dann, es ist die Landung, ja? Also unsere Tamina, unsere Zeitreisende landet hier und beginnt hier ihre Geschichte zu erzählen. Du, aber sag mal, woher kommt denn dieses wunderbare Leuchten? Lass mich mal Ausschau halten. Von meinem Raumschiff aus, hier auf eurem Sprungturm, hat man einen wunderbaren Ausblick. Siehst du das Licht denn nicht auch? Ah, jetzt kann ich es erkennen. Der Leuchtturm auf einer kleinen Anhöhe dort oben. Von ihm geht der Schein aus.